sofort. Können Sie CBD auch zum Inhalieren nutzen? Ich zeige Ihnen das mal hier. Gehen wir mal drauf. Gehen wir mal drauf, dass direkt alle wissen, wovon ich spreche. Ab sofort können Sie CBD inhalieren, Freunde. Und zwar in einem handelsüblichen Vaporisator oder einer ganz normalen E-Zigarette. Diese Art CBD zu konsumieren ist neben der sublingualen Einnahme eine der schnellsten Möglichkeiten, um das hochwirksame CBD in den Blutkreislauf zu bekommen. Und da muss es hin. Was das Cannabinoid-CBD genau ist und wie es im Körper des Menschen grundsätzlich funktioniert, das erläutern wir ja immer ausführlich bei unseren CBD-Ölprodukten. Das ist klar, ne? Haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, auch gerade beim Balm. Und deswegen sprechen wir jetzt über die unterschiedlichen Einnahmemöglichkeiten von CBD, weil da haben wir ein riesen Spektrum, Freunde. Und wissen Sie, was das Beste ist? Natura Vitalis bedient alles in diesem Spektrum. Das kann ich ab heute wirklich sagen, denn wir haben hier das CBD Breathe und das komplett konzentriert, mit der konzentrierten Wirkung. Und eine Möglichkeit der Einnahme von CBD habe ich ja gerade erwähnt, ne, die sogenannte sublinguale Einnahme oder eben auch der Balm auf die Haut, alles wunderbar. Aber diese Form der Einnahme bedeutet, dass man CBD-Öl unter die Zunge träufelt und dort mindestens eine Minute belässt, bevor man es runterschluckt. Ne, das ist jetzt bei der sublingualen Geschichte. Das heißt, das Öl unter die Zunge träufeln, eine Minute warten, runterschlucken, haben Sie die Wirkung. Was passiert dann? Das kostbare Öl wird über die Mundschleimhaut vom Blutkreislauf aufgenommen und muss nicht erst über den Magen bzw. den Darm absorbiert werden. Damit ist die sublinguale Einnahme eine der schnellsten Möglichkeiten für die Entfaltung der positiven Wirkung von CBD im Körper. Noch schneller geht es nur, wenn man CBD vaporisiert, also inhaliert. Und der Grund dafür, durch Vaporisieren wird das CBD direkt durch die Lunge in den Blutkreislauf transportiert. Schauen Sie mal, habe ich Ihnen mal ein Video mitgebracht. Das ist der schnellste Weg. Schauen Sie mal, so funktioniert. Und da auf diesem Weg so gut wie nichts vom CBD verloren geht, geht ja gar nicht, und eine sehr gleichmäßige Zufuhr stattfindet, haben Sie eine stärkere positive Wirkung verglichen mit Produkten bei gleicher Konzentration, die anders eingenommen werden. Und daher eignen sich die Vaporisation von CBD insbesondere für Menschen, die sehr schnell gesundheitliche Herausforderungen in den Griff bekommen möchten. Um CBD auf diesem Weg einzunehmen, benötigt man lediglich einen Vaporisator oder eben eine handelsübliche E-Zigarette. Und hier gibt es die unterschiedlichsten Modelle auf dem Markt. Das gleiche, also das Prinzip ist aber immer das gleiche, das vorneweg. Wie funktioniert das Ganze? Wie können Sie es jetzt einnehmen? Schauen Sie mal, ich drehe Ihnen das auch mal, dann sehen Sie ja auch mal von der anderen Seite die Geschichte. Also, ein Heizelement erhitzt das CBD, sodass die Wirkstoffe in Dampf übergehen, ohne eben dabei zu verbrennen. Und dieser Dampf, der wird dann über ein Mundstück inhaliert, hier oben, und so gelangen die heilsamen Wirkstoffe über die Lunge in den Blutkreislauf. Wichtig ist, dass man kein normales CBD-Öl versucht, in einem Vaporisator zu erhitzen, weil das Öl, das für die sublinguale Einnahme verwendet wird, dazu eben nicht geeignet ist. Zum Verdampfen eignen sich ausschließlich speziell dafür hergestellte Flüssigkeiten mit CBD, die man CBD-Liquids nennt. Und genau das ist CBD-Breathe. Und daher auch der Name Breathe, der übersetzt ja Atmen bedeutet. Und CBD-Breathe ist ein natürliches, qualitativ außerordentlich hochwertiges Liquid, das sich hervorragend für handelsübliche E-Zigaretten und Vaporisatoren eignet. Also wenn Sie da schon eine haben, können Sie das Liquid bestellen, sind Sie schon bestens ausgestattet. Und die Top-Premium-Qualität von CBD-Breathe erkennen Sie sofort beim ersten Blick ins Fläschchen. In dieses wunderbare Fläschchen.